Heute gibt es ein Rezept aus der Römerzeit und zwar Honigbrötchen mit Pfeffer. Und los geht's! Die Zutaten sind relativ simpel. Ihr braucht ein oder mehrere helle Brötchen. Ich habe Baguette genommen, da das noch vom Grillen übrig war. Milch, Honig und etwas Pfeffer. Zuallererst wird die Kruste vom Brötchen entfernt. Die abgeschnittene Kruste dann aber nicht wegwerfen, die kann man noch zum Beispiel in der Pfanne anrösten und als Croutons für den Salat verwenden. Mein Tipp am Rande. Die entrindeten Brötchen werden dann in kleine Stücke geschnitten. Das Ganze dann mit Milch überdecken, sodass alles gut bedeckt ist und für einige Zeit einziehen lassen. Achtung, nicht zu lang, sonst wird's pumpig. Dann kommt die Pfanne auf den Herd und die zuvor eingeweichten Brotstückchen werden in der Pfanne angebraten. Wenn dann alles schön goldbraun angebraten ist, nehmt ihr das Ganze aus der Pfanne heraus und tränkt nun das Ganze in Honig. Schön viel, dass es schön klebrig wird. Und dann zu guter Letzt noch eine Prise Pfeffer obendrauf. So schnell und einfach war es dann auch schon. Das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch einen guten Appetit, falls ihr es nachprobiert. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr es ausprobiert habt und falls es euch geschmeckt hat. Wir sehen uns demnächst. Macht's gut. Und viel wichtiger, wie oft wurde und das Ganze in diesem Video erwähnt? Bis dann.